Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit Chris und ausnahmsweise bin ich dabei. Und mit einem speziellen Gast. Stell dich einmal kurz vor. Hallo, mein Name ist Fabian Wegerer und ich habe heute die Ehre, dass ich mit Carina ein Spielchen machen darf. Das ja. Klingt komisch, aber ja. Sorry, Chris. Ist so. Also, und zwar habe ich mal vor langer, langer, sehr langer Zeit, so ungefähr zu einem zweiten Video oder so von mir, habe ich gesagt, dass ich eine Schwäbisch-Challenge mache. Und heute mache ich nicht nur eine Schwäbisch-Challenge, sondern ich mache eine Schwäbisch... Österreich-Challenge. Because Fabi kommt aus Österreich. Also derjenige, der verliert, das heißt derjenige, der am Ende weniger Wörter erraten wird, der bekommt ein rohes Ei so geöffnet auf den Kopf. Ein rohes Ei hier so. So ein hartes Ei meinst du? Nicht ein rohes Ei. So ein hartes Ei. Hartes Ei und dann so. Also wenn du verlierst, muss ich es machen. Okay. Also ich würde sagen, Carina fängt an. Okay. Pepper. 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 Was ist Pepper? Es ist entweder Papa oder Baby. Pepper. Peppa. Papa oder Baby? Da muss man, es ist nur Peppa. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen Papa, aber oh. Nee. Kleben. Okay. Ja. Kleben. Etwas kleben. Peppa. 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 So. Bitten bei uns. Mein erstes Wort ist Orkhüfen. 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 Orkhüfen so anmachen oder anbaggern so. Orkhüfen. Mach mal einen Satz. Orkhüfen. So wie die Hippel wieder Orkhüfen. Was? Rippel wieder Orkhüfen. Rippen wieder Orkhüfen. Orkhüfen. Angespuckt. Angekogelt, so verbrannt, so Orkhüfen. Orkhüfen. Okay, sag mal nochmal. Orkhüfen. Ja, das kommt. Orkhüfen, angekogelt, so. Das ist Ablagen. So. Ablagen. Nee, Rippen ablagen. Aber fast. Rippen. Krass. Okay, also 0-0. Tierschnalle. Türschnalle. Ah, das war zu einfach. Oh, das war zu einfach. 1-0 für Fabi. Das nächste Wort ist Fladern. Was? Fladern. 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 Fladern, das ist, glaube ich, ne. Bei einer Wurst, der Darm, glaube ich, fladern. So in die Richtung. Ist das ein Tunwort oder ist das ein Subjunkt? Nein, das ist ein Verb. Ein Verb? Fladern. Man tut fladern. Fuck. Sag mal einen Satz. Gestern haben wir wieder ein T-Shirt gefladert. Gekauft. Angezogen. Flügelt. Kaputt gemacht. Fladern. Klar, gestern haben wir wieder ein T-Shirt gefladert. Zerrissen. Fetzen. Rad einfach. Was kann ich machen? Hätte ich ja eh genug gegen den Kopf gehabt. Ja. Keine Ahnung. Sack. Ja, keine Ahnung. Das ist nicht spannend. Kann man auch andere Sachen da so. Man kann alles fladern. Alles fladern. Kaufen vielleicht. Ja. Nicht kaufen. Es ist stehlen. Schlauen. Oh! Blah, Krombierer. Krombierer. Willst du einen Satz? Ja, bitte. Schon einen Satz, jetzt schon. Heute mache ich Krombierer. Das ist zum Essen. Leicht. Mein Munkel. Das sagt ja wie Bier, aber ich jetzt. Krombierer. Krombierer. Vielleicht sowas wie Pancakes oder so? So. Fast. Was ist? Nicht süß. Okay. Eine Chance hast du. Ratet mal mit in den Kommentaren, wie gewinnst du. Was Fleischiges vielleicht. Sag nur was. Egal. Irgendein Braten oder so, ich hab keine Ahnung. Das ist
Kartoffel. Kartoffel. Komm hier. Komm hier. Das ist ehrlich. Duchat. Was? Duchat. Duchat. Wie schreibt man das? T-U-C-H-A-T. Tuchat. Tuchat. Ich würde sagen, ein Handbuch, aber das geschieht nicht. Das wird zu einfach. Ist denn sonst? Was? Ja. Zauber mir ein Tuchat eingelegt. Was? Zauber mir ins Tuchat eingelegt. Tuchat eingelegt. Oder Bett. Tuchat. Wie schaut's? T-U-C-H-A-T. Tuchat eingelegt. Oder unter die Decke gelegt. Tuchat, Bad, Bettlaken. Ja, Bad. Ja, Bettdecke. Ja. Echt? Echt? Ja! Oh. Guck. Aguck. 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 Entfernung, oder? Nee, Aguck. Aguck. Ich hätte zusammen Aguck. Aguck. Nee, nee. Eine Guck. Ich dachte, es wäre wie ein Hühnchen oder so. Das ist ein Hühnchen, ne? Ne, Aguck. Welchen Satz? Ja, gönn mal. In meiner Guck ist viel zu X. Irgendwie ist so was regalkastenmäßiges Ding. So. Okay, Auflösung. Eine Tüte. Tüte bzw. eine Tasche. Zum Einkaufen. So. Guck. Der Schiedsrichter hat entschieden. Der nächste, wo es richtig errät, hat gewonnen. Okay. Also Carina, ich sag's dir. Ja, Pech, beschreibe schon. Pass all mein Kopf. Agadaladalella. Ach, lecker, das kommt schon mit dem Scheiß. Agadaladalella. Agadaladalella. Oh, ich hab das doch echt schon mal gehört. Gartenzaun. Garten, ja, ich hab auch gedacht Gartenzaun. Ja. Oder Gartentür. Garten. Gartenladalella. Oder Rollladen. Gartenladen. Gartenladalella. Sag mal nochmal. Gartenladalella. Gartenladalella. Ich hab zuerst den Gartenladen gelaufen. Was? Schon ja, sag. Ja. Post, es ist ein Elternschlafzimmer-Fensterladen-Offenhalter. Ja, klar! Was? Ah, da hätten wir schon mal drauf kommen. Kommen wir drauf. Ja, okay. Ja, natürlich. Mhm, okay. Schneller. Pätschen. Also, warten. Nee. Aber kann man auch sagen, eigentlich. Nein. Schelle. Das ist eine Schelle. Schelle. Was an? Schelle. Schelle. Schella. 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 Wenn ich zu dir gehe, dann muss ich schneller. Laufen? Was? Laufen? Nee. Nee, nee. Okay, machen wir es noch einfacher. Okay? Wenn ich dich besuchen komme. Bevor ich in dein Haus komme, muss ich erst mal schneller. Ja, Anleiten. Klingeln. Ah! Und jetzt ich selber ja. Ah, Abschiedswort kriegst du. Okay. Affeigerl. Feigerl. Affeigerl. Schau mal da drüben, das ist echt ein gescheites Feigerl. Geile Tuss oder so. So ein. So, weiß so, nicht, so ein, wie wir sagen, eine geiles. Geile Sau, so. Das ist ja, ja. So in die Richtung. Ja, so ähnlich, so irgendwie ein heißes Mädchen. So. Ja. Ja, geile Person auf dem Fall, heißt so. Hübsche Person. So. Ne? Ja, oh. Gut. Und ich. Aber du hast eh schon verloren. Was ja, ist das letzte Wort? Nein, wer darf das jetzt öffnen auf deinem Kopf? Achso, kann ich nicht. Ich darf nicht. Dann machst du Fabi. Warte, ich muss anschauen. So, jetzt. Also, hau rauf. Tschüss! Darf ich jetzt auch essen? Und wir sind natürlich schon am Ende vom Video angelangt, aber wir müssen natürlich noch was erwähnen. Und zwar hat natürlich alles Sinn, warum wir auch hier sitzen. Und zwar haben wir beide ja zusammen ein Liedchen gedrellert und auch er hat ein neues Lied rausgebracht. Eigentlich müsstet ihr ihn ja schon kennen. Ja. Weil die haben ja gesungen. So ja, richtig. Zusammen. Aber um es nochmal zu erwähnen, hat er ein neues Lied rausgebracht, das wir persönlich sehr feiern. Und zwar nennt sich das Mein Kopf fährt Frühling. Also schaut auf jeden Fall auch da vorbei. Mhm. Und und schreibt unter sein Musikvideo dann noch einfach mal liebe Grüße von den Spoonies. Von den Spoonies, genau. Und diesen Sinne würde ich sagen, hier geht es unter meinen letzten Videos, hier geht es unter letzten Vlog und hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. In diesem Sinne, Leute, denkt immer dran, jeder von euch da draußen ist auf seine eigene Art und Weise einfach wunderschön. Tschüss. Mein Kopf feiert Frühling.
Mein Kopf.